Moin Moin Kradujana und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest, der offizielle zweite Teil von The Forest. Mit dabei B und N, hi. Hi. Hallo K. Gib mir ein B, gib mir ein N. Oh, KBN, NBK, BKN. Gibt es noch andere Kombinationen? Ich glaube nicht. Black Tea cool. Können wir auch trinken, wenn du überhaupt. Ja, aber Problem das sagen wir gerade nicht, ja. Der, hat das, eh gleich, der hat das eh gleich. Der ist doch, guck mal, der ist nur so weit weg. Der, ich, ja, wo seid der ihr? Eh so, ich muss nicht jeden Scheiß bauen, jeden Ast. So. Ich muss sie alle alleine töten, weißt du? Lass mich hier im Stich. Wie kann man übrigens Bogen trinken? In seine Richtung schieße. Jetzt schon tot. Nicht von dir, so Wattenlappen ist ja wieder tot da hinten. So, gucken wir uns mal die coole Höhle an. Ne? Seid ihr schon durch? Seid ihr schon wieder raus? Ja, wir sind schon rein. Wo ist hier eine Höhle? Ah, oh, hier ein Boss. Oh, Loot Legendaries. Geil. Krieg ja eh keine Legendaries. Diesen Höhleneingang hatten wir 1:1 schon mal bei der anderen Höhle. Wollte ich nur mal gesagt haben. Gucken, ob er uns findet, Nere. Schlecht drin. Also das hat er hier noch nicht. Das kannst du mir nicht sagen. Ja, der Eingang sieht so aus. Der sieht nicht so der aus. Eingang. Der Eingang, Mann. Ist das der Eingang? Wir sind in der Höhle. Der Eingang ist vor der Höhle. Was quatscht der da wieder? Ah. Ach, das ist so ein Rentnergesabbel gerade. Ha, nicht so schnell! Wo geht denn hier hin? Ah, nee, ach, wir müssen tauchen. Ne? Oh. Hier an der Stelle schon, oder? Ja, und rein da. Dann mal los. Go, Black Sheep. Go, Black Sheep. Hier hängen auch ein paar unten am Boden. Oh ja. Die trocknen aus. Oh, die wurden mit. Da wurden Steine an die Füßen gebunden und dann. Ja, das ist bestimmt so ein TikTok-Trend wieder. Vielleicht wurden die Menschen auch an die Steine gebunden und die armen Steine wurden hier reingeschmissen. Nee, andersrum. Die Menschen wurden reingeschmissen und die Steine wurden dann durch das Gewicht nach unten gezogen. Nein, töt mich nicht! So ein Kleinstein, ne? Kleinstein, Georock und so. Die können auch nicht unendlich unter Wasser sein. Junge, kannst du mal gerade schwimmen? Kleine Seepferdchen oder was hast du? Ich guck mir die Höhle an. Ja, sieh ich. So wie du. Links, rechts, links, rechts. So, und wenn man den Mist wieder abgelegt. Wie das automatisch nicht ablegt. Wo ist denn das hier? Darüber und ablegen, ablegen, ablegen. Jetzt ist richtig. So, Blechi. Oh, da hinten leuchtet Licht. Oh. Oh. Was macht das? Leuchten. Oh. Schreib mal, wenn du was findest hier. Der weiß schon mal weiter gucken. Müssen wir ihn auf die Niere warten. Oh, hier ist wieder dieses Zeug. Eisenerz. Können wir leider nicht abbauen. Haben wir schon gesagt, hier offscreen. Hier würde es auch noch weitergehen. Oh, echt? Ja. Geh du mal da 3 Meter weiter. Ich geh mal hier weiter. Ne, wir treffen uns schon wieder. Nee, da. Ich bin gerade zurückgekommen. Da hinten geht's noch weiter. Ja, und hier geht's auch weiter. Und ich vermute mal, dass geht's auch weiter. Das ist alles miteinander verbunden, oder nicht? Ne, übrigens, wenn ihr das, so sieht das gerade aus, die Lampe auf die Schrotflinte packt, die scheint keine Energie zu verbrauchen. Oh, echt? Da, ich habe zumindest keine Anzeige wie bei der Taschenlampe. Krabbelt ja, eine. Bei der Pistole auch irgendwie so. Ach so. Der hat es überlebt, den Schuss. Krass. Noch einer. Der lebt nicht mehr. Alter. Okay, nehmen wir die Pistole. Wo war die Pistole hier? Ah, da war die Schrotflinte. Eher zum Nachladen. Gut, dass ich erstmal jetzt hier durchlade. Ja, bei der Taschenlampe haben wir ja richtig so eine Anzeige. Und hier bei der Schrotflintentaschenlampe fehlt die. Schrotflintentaschenlampe. Ja, das hieß Taschenlampe. Was zum Teufel ist das denn? Aliens? Aliens, eindeutig Aliens. Das sieht ja sehr weird aus jetzt hier. Oh, guck mal, hier geht es sogar ein bisschen tiefer. Oh. Dass hier irgendwo so ein Geheimgang ist. Ich guck mal rechts, du guckst mal links. Ich schieß gerade auf den damit drauf. Okay. Babys! Ich schieß auf Babys! Das hört sich total falsch an. Also mit dem Schalldämpfer macht die Pistole überhaupt keinen Spaß mehr. Da hast du überhaupt kein Feedback mehr. Es ist so geil, wenn man hört, was der die Munition hier einsetzt und im Endeffekt leben die Babys. Ja, ich hab die ganze Zeit nicht getroffen. Krado, direkt neben dir ist eins. Krado! Erklärt doch nochmal bitte, wer ist jetzt das Monster? Sind wir die Monster oder sind das hier die Monster?
Ja, wir befreien die Monster von ihren Qualen, ne? Ah, also sind wir die Netten. Wir sind die Netten, ja. Na, okay. Rechts geht's weiter. Die netten Babytöter. Man hört ja nichts. Ja, da ist ein Schalldämpfer drauf, aber das hört sich total bescheuert an mit dem Schalldämpfer. Gut. Au! Wo? Lol, da. Bolzen im Kopf. Ach, immer wieder lustig. So, Taschenlampe bitte wieder an. Da geht's ja weiter drüben? Hier geht's weiter, aber da hinten ging's ja auch noch weiter bei dir. Da ist ein Schalldämpfer bei H trotzdem. Ja, irgendwie der Sound war nicht schön. Ich meine, der Weg hier ist ein bisschen versteckter, deswegen hätte ich jetzt fast gesagt, gehen wir erstmal den Weg lang. Weil den anderen finden wir direkt durch das Beleuchtete. Wir gehen durch die Höhle. Höhle. Es ist der Wahnsinn. Ich dachte, hier kommen auch mal irgendwie andere Gegner oder so. Da stehen wieder welche. Er fliegt gleich rückwärts sonst wohin. Ja. Ich habe das Gefühl, die Schrumpf. Erlöse ihn, Nere. Das Gefühl, unsere Waffen sind hier leicht Overkill. So ganz leicht. Könnt looten, ne? Looten. Ah, ja, genau. Okay, cool. Haut abziehen Kann man das gar nicht mehr zusammen machen? Dann tragen. Ich konnte bei dem nicht mitmachen. Wahrscheinlich, weil es zu spät war. Ja, es ist nämlich erst angefangen und dann geschrien, looten. Genau. Und der Black schritt einfach weiter. Oh ja, Panzerung. Black Vieh ist langweilig. Lili liegt da wieder tot auf dem Boden. Ach, guck mal, und da ist das Raumschiff oben reingekracht. Das kenne ich von Alien vs. Predator. Das sieht aber so aus, als würde es hier noch durch eine andere Höhle reingehen. Ja, ne? Dass wir dann hier reinrutschen und dann hier drin landen. Genau. Guck mal bloß am Untergrund, hier am Grund, ob irgendwo es noch weitergeht, aber sieht nicht danach aus. Nee. Okay. Das ist ja bestimmt die nächste Höhle, die wir betreten, und dann landen wir genau da. Oder der andere Weg führt uns da noch hin. Dass wir da den lang gehen und dann auf einmal da sind. Klock. Also das Feeling in den Höhlen, das war in Forest 1 irgendwie schöner. Da waren die Höhlen auch insgesamt schöner. Hier sieht das gefühlt alles gleich aus. Ich meine, bei Forest 1. Moment, geht's hier überhaupt weiter? Habt ihr schon gesagt? Nee, das hab ich gesagt. Nee, da nicht. Nee, ein Raum vorher ging's links noch weiter. Sicher? Meinte der hier neben mir vorhin. Jetzt können wir nochmal hier in die Seitendinger reingucken, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Nö. Was war das? Nee. Also ganz klar Außerirdische. Also das erkenne ich ja sofort, ne? Auf jeden Fall von der Bauart nichts, was wir bisher kennengelernt haben. Ich erinnere mich so an die Dwemer. Hießen die Dwemer damals bei Elder Scrolls? Ja. Die Unterirdischen meinst du, die da diese komischen Städte erbaut haben? Ja, genau. Die Zwerge, genau. Genau, so sieht das ein bisschen aus hier. Oh, Obsidian. Wie ist die Vulkanglasstein finden wir hier bestimmt gleich. Oh. Andere Seite war auch nichts. Nö. Kannst du ja bloß nicht auf der anderen Seite weitergehen. Genau, das ist vorbei. Ja, aber wir haben ja überhaupt nichts gefunden hier. Das ist wirklich nur, wie du schon sagtest, wir gehen in eine andere Höhle. Nee, hier geht's noch weiter. Sicher? Wo ich auf jeden Fall durch. Nee, die sind verbunden. Hier ist ganz laut Wasser. Als ob irgendwie ein Fluss oder so hinter wäre. Das ist auf jeden Fall eine riesige Höhle. Lexi, kommst du doch, oder? Ja, ne, ich habe hinten nochmal geguckt. Achso. Nee, du, hier ist weiter nichts. Deswegen, ich hätte gesagt, wir gehen in eine andere Höhle, gehen durch die durch, kommen dann da raus, landen oder da, wo Lexi gerade ist und müssen dann den Weg zurückgehen. Aber hätten wir uns nicht einfach mit dem Seilgewehr da jetzt hochschießen können? Auch eine Idee. Wollen wir nochmal gucken gehen? Rein theoretisch brauchen wir da bloß hinschießen und dann uns dann hochhangeln. Mit Seilgewehr habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich genutzt, daher. Das ist sehr einfach und müsste eigentlich funktionieren.
Such weiter, es gibt ja was Tolles. Es gibt hier was Tolles, Nere, es gibt hier was Tolles. Ja. Danke für den spoilerfreien Tipp. Ist nicht selbstverständlich. Guck mal da hinten, die Maschinengewehr, da findest du in Kiste 3. Also die kann er nicht hinschießen mit dem Bolzengewehr. Also hat sich das auch erledigt. Hier soll aber gut, schönes sein. Aber gute Idee. Das hätte das sein können. Das war nicht sarkastisch gemeint, das war ernst gemeint. Gute Idee, Carlo. Ja, hätte das sein können. Muss mir jetzt nicht fertig machen, ja? Akzeptier das Lob. Gute Idee, Carlo, gute Idee. Hast du gut gemacht, Carlo. Da liegt ein totes Baby. Okay, das klang jetzt. Ein Däumchen noch ja. Für dich. Das klang hier. Wenigstens habe ich hier überhaupt schon mal ein bisschen Input gebracht. Typ immer vor, der immer nach oben zeigt. Sagt mir nichts. Das Fallout-Typ kennst du nicht. Nee. Fallout, Alter, wo lebt ihr noch? 2003 oder was? The fuck. Spielt in der Zukunft Fallout schon. Ist ja wohl nicht 2003. Nur no, Fallout 3. War schon uralt. Uralt. Fallout 4 und New Vegas. Fallout 4? Also ich habe hier nichts gefunden. Keine Ahnung, wo hier was sein soll. Okay, du, danke für den Sub. 53 Monate und Stefan live. Auch die Stefano live. Auch danke für deine 4 Monate. Und Desert Eagle, danke nochmal für die 44 Monate. Jetzt docke ich euch schon seit 44 Monaten. Krass, schreibt er. Das ist auch krass. Hm. Was ist das für eine Mochhöhle hier? Noch weiter, schreibt er. FC Rock, weiter vorne oder weiter hinten in der Höhle? Wo meinst du, welche Richtung sollen wir? Aber nicht Spoiler. Ah, nicht Spoiler. Wollen wir das wirklich so machen? Nee, wollen wir nicht. Wir suchen das ab. Nee, ich meine nur, das, da können sie uns auch gleich alles sagen. Nee, wenn wir so anfangen. Nicht Spoiler. Das finde ich ehrlich gesagt dann ein bisschen langweilig. Ja, wir werden jetzt hier aus. Beim ersten Ende? Wir werden jetzt hier aus der Höhle rausgelatscht. Genau, wir werden jetzt hier rausgegangen. Und dann, wenn wir das nicht entsehen, dann ist das halt so. Ah, ist doch scheiße, wir wollen doch alles wissen, alles kennenlernen. Das ist doch nicht schlimm. Jetzt guck ich mal mit dem Seilgewehr. Ich kenne mich ja da besser aus. Find das nicht mehr, wo ist das überhaupt da? Carlo stellt fest, er kann das Seilgewehr hier nicht benutzen. Aha. Gut gemacht. Da an der Wand könnte man es nutzen. Blacksheet, dein Sarkasmus hört man jetzt sehr stark raus. Gut gemacht. So, das Seil hängt. Warte, wie war das jetzt? Und da geht's. So, ich fahre mal da nach oben. Ja, hätte ja klappen können. Zu tief, schade. Das hätte ja fast geklappt. Wo bin ich jetzt? Hä? Ah, ich habe keine Batterien mehr. Ach so, ach so, ach so. Willkommen in der Dunkelheit. Hä? Hey, ich bin doch eben auch hochgefahren. Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Ach so, mit Batterie. Wollt ihr mich verarschen? Okay, das backt total rum. Das? Nee, ich lande automatisch immer auf der Seite, egal was ich mache. Okay, nee, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht. Ihr könnt ja mal probieren, ob ihr da noch hochfahren könnt an dem Seil, aber ich kann es nicht mehr. Nee, ich land da. Bei unten. Mir backt das gerade rum. Nee, haben sie extra gemacht, dass man da überhaupt nichts anvisieren kann. War da eigentlich. Man kommt nicht hoch genug. Na gut. Komplett nicht anvisierbar da die Seite. Guck mal auf der Ecke, ob das geht. Da oben wieder reichen, rein theoretisch. Dass man da denn reinfällt. Mal testen. Okay. Er fährt nicht nach oben. Na, ist so steil, wa? Oh, ne. Oh, ich war drauf. Toll. War drauf das und bin Ding runtergerutscht. Ist, ich wollte gerade sagen, du rutschst ja automatisch runter. Daher wirst du da, musst du theoretisch direkt nach oben. Ach, guck, ich rutsch mir runter. Sonst, ja, nee, okay. Sonst rutschst du ja dauerhaft runter. Das hatten das wir können ja wir lassen. Von der Seite aus auf jeden Fall nicht. Gut zu wissen. Gut, den gucken wir uns mal weiter um. Immer dem Neonlicht da hinten hinterher. Was uns noch fehlt, ist ein Katana. Das gibt es bestimmt auch wieder im Spiel. Das gab es ja im ersten Teil. Das war verdammt geil. Immer Spaß gemacht, damit rumzuschnetzeln. Aber ich würde nicht sagen, dass uns das fehlt. Nö, aber so von auf. Ja, nee, aber wenn sie die Inhalte aus Forest 1, werden sie 1:1 alles übernommen haben. Plus ein paar neue. Das glaube ich auch, ja.
Daher wird bestimmt noch eins kommen, so meine ich das eher. Ich glaube, mit diesen Seilrutschen, das macht Spaß. Wenn man dann bloß mit Plattformen und Baumhäusern so den ganzen Wald da so einen Weg entlang zimmert, da ist ja bloß die Frage, wozu? Wozu, wozu? Ah. Ich gehe mal weiter vorne nochmal in der Höhle gucken, vielleicht finde ich da irgendwas. Hallo Leiche. Mach das. Hier links der Weg? Hier führen ja zwei Wege dahin, wo ihr gerade seid. Aber da habe ich nichts gefunden auf der Seite. Wir müssen auch weiter oben gucken. Moment, was ist denn hier noch? Nee, das ist auch miteinander verbunden. Nee, das war das, wo ich da war, genau. Hier ist ein lautes Plätschergeräusch. Hier muss irgendwie Fluss oder so genau hinter sein. Hm. Hallo? Aus wie ein Drogenkoffer. Wo? Oh, was für ein Drogenkoffer? Bei mir eine Tasche hier. Das auf jeden Fall. Ganz leicht. Der haut sich ja auch mal Medikamente rein, ne? Man weiß ja auch nicht so genau, was das für Medikamente sind. Ich meine, vielleicht kann man hier unter Wasser auch noch irgendwo anders abbiegen. Auch nicht so weit hergeholt. Den Sauerstoff hat er automatisch gewechselt, oder? Ja. Okay. Black hier, ich glaube. Ja, ja, vertrau mir. Sehr schönes Geräusch. Sehr angenehm. Oh, was ist das? Achso, ach, das sind die Leichen. Achso, hier bin ich schon. Hi, Leichis. Die können ja nicht gerade runtergefallen sein. Die muss ja einer richtig da unten hin platziert haben. An der Stelle auch genau. Aber warum? Naja, zur Bestrafung. Ja, aber der müsste die Leiche plus Stein da hingezogen haben auf der Ecke. Ein Stuhl. Habt ihr einen Stuhl? Ein Stuhl mit einem. Hä? Hey. Ist noch ein Stuhl. Waren die von dir auch schon? Ja. Echt? Stühle. Weird. Münzen collected. Cool. Ah. Ich will ja nichts sagen, aber hier ist nichts. Nee, ne? Wenn hier was sein soll, dann. Ja, keine Ahnung. Okay, hier geht's ja schon wieder raus. Nee, hier ist echt nichts. Ich geh mal raus. Schmerzmittel, Antibiotika, 1, 2, 3 Seuchen frei. So, nicht anders. Hast das wir haben ja hier noch deutlich andere Höhlen. Deutlich mehr andere Höhlen, die wir auch noch. Ja, ja. Sind deutlich ja fast an die Gebirge dran. Naja, 3, 4 sind hier auf jeden Fall noch. What the fuck? Da liegt die hier und pennt, die Dreibeinige. Wer bist du denn? Hi. Das ist einer mit der. Da höre ich noch einen. Toll. Die hat den. Ey, bleib hier, mein Bolzen. Hab ich eingesammelt. Sie hat dem Typen gerade die Rüstung weggeschossen. Machst du die, gut, die Uschi? Dreibeinige? Ja. Achso. Wir haben einen Bolzen. Und sie hat ihn erschossen. Oh, Gott, wir machen hier. Macht's alles selber. Cool. Wenn sie denn mit uns rumlaufen würde. Achso, ich muss auch. Hä? Hey. Ah, jetzt. Ist gerade einer oben vom Baum runtergefallen, genau vor mir. Hat mich bloß angeguckt. Manchmal benehmen die sich echt merkwürdig. So, warte mal. Ich baue hier schon mal so ein kleines Lager. Ist nämlich stockenduster. So bei der Leiche? Ja, bei der Leiche passt. Das kommt da hin. Dann baue ich hier Stöckele. Jedes Mal, wenn ich das Inventar aufrufe, lädt er alle Gegenstände immer neu. Das leckt immer kurz bei mir, denn ganz merkwürdig. Speichern. Ja, bitte. Was leckt bei dir eigentlich nicht? Ja, echt, ey. Aber ich habe keine 3 Lecks. Wie sie hier, weißt du? 3 Lecks. Geil. Der war voll gut. Ja, so ein voller Boomer-Witz hier. Boomer. Der von Left 4 Dead? Ja. Voll geklaut von Left 4 Dead. Aber was willst du von Klebe Phillips auch erwarten? Ah, hier kann man trinken. Ups. Wie trinke ich jetzt mit Taucherausrüstung ausgerüstet? Das ist jetzt die Frage.
So, das machen wir voll. Haben wir. Perfekt. So, wo war das? Hier war das. Jetzt will ich so einen Stock bitte mal haben. Den will ich jetzt hier einfach, wie war das? So, so genau. Pick. Jetzt, wie hatte man das gemacht? Jetzt muss ich, glaube ich, Stoff nehmen, ne? Ah, ja, genau. Stoff und jetzt brauche ich das Feuerzeug. Sein Aufwand, um hier was zu machen. Nun? Mhm. Ich das anzünden, Leute. Was und möchtest du denn überhaupt machen? Ich wollte bloß eine Fackel bauen, die hier vor mir brennt. Ich habe einen Stock hingesetzt, ich habe den Stoff rangeklebt und was brauche ich jetzt noch? Eigentlich doch bloß noch das Feuerzeug, ne? Oder ist das, weil ich das Ding jetzt in der Hand habe? Nee. Und brennt das nicht? Drück doch einfach mal B und guck nach. Oh, soll ich noch was machen? Was ist das? Warte. Verstärktes Feuer? Hier. Ein Stock? Stoff? Ein Stock? Leute, noch ein Stock. Alter. Ich habe keinen Stock mehr. Kann man einen Stock ranklatschen? Warum? Mach mal. Einfach oben Stock ran. Oben, nicht unten. Oben. Ja, bei mir. Au. Entschuldigung. Danke. Oh. Und jetzt soll man das anzünden können. Ah ja, hier. Ah, okay. What the fuck? Du hast gerade bei mir das Zelt angezündet. Ja, die Stadt ist ganz woanders. Guck mal die Rüstung von dem hier an. Aua. Aua. Ja. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich leg mich schlafen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, viel Spaß. Ich habe durch die Leiche, die ich gegengeworfen habe, das jetzt kaputt gemacht. Ich lege mich auch schlafen. Huch, ich fast ins Feuer gelaufen. Blacksy, komm. Ich habe doch schon gedrückt. Hast du gar nicht. Doch. So, guck. Schick. Oh, der brennt immer noch. Hier ist Feuer und Flamme hier. Meine Energie ist gerade mal auf, nicht mal auf Hälfte. Erst mein Energiedrink hier. Gib mal Energieriegel. Ich habe aber 10. So, jetzt gehen wir in die Höhle zurück. Das war gar nicht in der Höhle. Lügen, alles Lügen. Ach komm, einer geht noch. Nam, 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 nam. Und was ich unbedingt machen will, ich will die Pistole auseinanderbauen, zerlegen. Und das bitte wieder zusammenbauen. Lock. Vielleicht wird auch jetzt irgendwas getriggert, wenn wir bei dem anderen Eingang reingehen. Dass wir da drunter rutschen, denn was passiert? Das könnte oder wir haben es nicht gesehen. Ist doch scheißegal. Ist nicht egal. Wollen ja alles sehen, ihre alles. Guck mal einfach ein YouTube-Video an. Easy. Brauchen wir nicht selber spielen. Viel besser. Aua, aua. Wieso schreiben alle aua? Mein Joke war voll gut. Hallo? Ich krieg 5000 Likes auf YouTube. Ich sag euch. Joke gemacht? Nere, hinter dir ist eine Frau mit drei Beinen und einer Waffe. Bist der Joke. Boah, Alter. Disst mich oder was? Huh. Auf, hab endlich mal volles Leben. Pass auf, hinter dir! Frau! Gehen Moment! Vielleicht ist es auch keine Frau. Denk dran, richtig gendern. Egal wie sie sich fühlt, seien sie einfach sie selbst. Nere läuft. Schnell, Blechschi, sonst verpassen wir den wieder. Hinterher. Das ist interessant, jetzt kommen wir bei dem Bärchen mal an. Das war ja. Oh Gott, Nere, so wie du da läufst, ich sehe uns alle drei schon tot hier gleich liegen. Einfach Skyrim-Hüpfen machen. Skyrim-Hüpfen. Lauf einfach schräg hoch. Immer weiter. Er kann hier ohne Probleme hochlaufen. Okay. Ist ein Elite-Soldat. Damit habe ich nur nicht gerechnet, dass der hier sonst was für Steigung einfach überwindet. Hier hätten wir unsere Base auch bauen können, ja. So auf eine Schräge, ja. Mhm. Ohne Wasser, ohne hol mal 160 Holzstämme. Ich meine, da ist ja ein kannst Baum. Kannst du mit der Seilbahn hochschießen? Ja, der ist voll schön, der eine Baum da. Warte mal, den muss ich erstmal fällen. Was? Ja, das geht ja gar nicht. Natur hier oben. Bäh, pfui. Baller ich erstmal weg in den Kackbaum. Und ein bisschen Plastik müssen wir noch hinschmeißen. Und Feuer legen und Tiere töten. Ja. Mensch. Wie ja, keine Energie nicht. Mehr. Was hier los? Ja, scheiß Baum, Alter, stirb. So. Bomben! Den haben wir. Hier hätte man, glaube ich, aber mit der Seilrutsche mit der Seilrutsche arbeiten können, von Baum zu Baum zu Baum. Das ist jetzt unmöglich, weil ich den gefällt habe. Was ist das? Oh, kleine Steine lang darum. Jetzt wird sich erstmal ein kleiner Stück Stein. Kuchen gegönnt. Boah, ich verwandert. Ich war auch cool. Kleiner Stein. Kleiner Stein. Stein. Dö, 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 dö. Entschuldigung.
Vielleicht hast du noch Kuchen von der Arbeit irgendwie so? Schon gegessen, ja, wieso? Treffen uns zum Kaffeekränzchen. Machen wir Tiche. Jo, hier auf dem Stein. Unsere Wuffis können spielen nebenbei. Ah ja, stimmt ja, dein Frauchilein ist ja nicht da. Hoffe ich erstmal was Nettes finden musst. Frauchilein. Dein Grizzlybärchen ist ja nicht da. Die Boomer, Erde, ja, die Boomer wieder. Ihr könntet ja sogar theoretisch eine LAN-Party machen. Schlepp alles rüber. Und dann spielen wir Call of Duty, Junge. Oh ja, Zombie-Modus. Zombie-Modus. Geil. Ja. Aber auf einem Bildschirm zusammen so. Splitscreen. Ja, gute alte Zeit. Oh, komm, damals haben wir von Fernseher ne, nebeneinander gestellt. Das war heftig, ja. Irgendwie, was war das damals? 55 Zoll oder 48 Zoll? Irgendwie ja. So einen halben Meter vom Gesicht, Alter. Unsere Augen, das ging gar nicht weggebrannt, die ganze Netzhaut. Aber wir haben cool gezockt. Oh, wir haben bestimmt Welle 45 geschafft. Oh, Hammer, Alter. Ey, komm, weißt du, wie lange wir dafür gebraucht haben? Haben wir uns ja nicht sogar irgendwo hochgeglitscht und dann sind die Wellen von alleine irgendwie so weitergegangen? Nee. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind immer im Kreis gelaufen. Wir sind immer im Kreis gelaufen. Aber wir haben den coolen Weg gemacht, immer im Kreis. Ja. Damals, Call of Duty. Black Ops, das waren noch Zeiten. Die Mucke war mal geil da im Zombie-Modus. Ja. Die guten Erinnerungen, die richtig guten. War das auch das Wochenende, wo der Vogel da gegen die Scheibe geflogen ist? Das kann sein, ja. Das war weird, das war richtig weird. Der ist jetzt gegen die Scheibe, der ist ja in die Wohnung reingeflogen, der wollte ja wieder raus und ist gegen die gleiche Scheibe nochmal geknallt und dann war er draußen. Das ist also aber geil. Tot. Der also, hat glaube ich nicht mehr. Oh, guck mal hier. So ein Husky-Schlitten, wa? Boah, eine Eishöhle. Lol. Das war's schon. Das dachte ich mir auch gerade. Hab ich gerade angefühlt wie ein WoW, so eine Höhle, wo einfach nur Scheiße drin ist, so ein NPC. Cool. Ist aber merkwürdig, dass das das Höhlensymbol hat, weil normalerweise bei den Höhlen müssen wir ja reingehen, da wird ja was geladen. Naja, du hast ja nicht gesehen, dass man den Helm von ihm hier mitnehmen kann, ne? Nein, darum geht's nicht. Es geht einfach nur um das Reingehen. Ja, ich weiß. Hatte ehrlich gesagt keinen Wert. Den Schlitten können wir auch nicht mitnehmen. Mir was MW3 Emblem und Titel jagt. Ja, oh, der Black Shear auch, ne? Oh MW3. Ja, MW3, da war Boosten angesagt. Boosten. Steht immer noch bei Steam, dass du da gehackt bist. Nee, das war auf Konsole damals. Achso, Glück gehabt. Natürlich. Na gut, weiter geht's. Hier liegen Batterien, zwei Batterien eingesammelt. Hier oben sind Zelte mit Typen. So, Leichen nennt man das auch. Typen. Oder Typinnen. Jojo. Oh, ich habe den Gleitflieger gefunden. Nee, cool. Das sieht ja richtig dämlich aus. Bin ich geflogen? Sieht jetzt aus, als ob du so eine Flügel wie bei Diablo 3 hast oder so. Schmeißt du mich mal die Krieg. Sieht das bescheuert aus. Junge, Early Access. Das ist, weil ich hier Diablo Ultimate Edition gekauft habe. Aber das will ich auch. Das ist muss ich jetzt hier bloß runterspringen oder was muss ich jetzt damit machen? Ja, spring mal. Okay, sammelst du mich auf? Ja, ich springe hinterher. Das funktioniert überhaupt nicht, das Teil ist scheiße. Warte mal, ich glaub, wir müssen hier richtig mit Anlauf runter. Warte, ich probier mal. Ja, doch, es funktioniert. Oh Gott. Die Steuerung ist invertiert, Achtung. Oh. Leute, ich hätte meinen fallen lassen. Warum? Das ist, wenn du landest, er lässt ihn automatisch dann fallen. Oh. Ach, die kann man nicht im Inventar tragen? Nein, leider nicht. Mm. Guck mal da, ein Drache, ein Enddrache, guck mal. Komm, ich flieg mal hin, Blechi. Oh, ich bin schon wieder abgestürzt. Flieg ich noch? Nee, ich flieg nicht mehr. Ehre, ich komme! Okay. Das will ich gar nicht so genau wissen. Guck mal nach hinten! Oh. Ich hab. Achso, okay. Also, ich lasse meinen Drachen denn hier, ja? Also, ihr könnt ja euren mitnehmen. Brauchen wir jetzt noch, sonst kommen die Höhle nicht rein. Wir springen jetzt hier runter, du. Wir springen hier runter. Die Drachen und springen vom Berg runter. Boah, Alter, ich dachte. Boah, Moment, ich muss meinen Drachen holen. Du kannst ja gerne gehen. Five, Drachi, komm! Wer an das denn? Leute, ich bin im Berg reingeglitscht. Nein, mein Drache ist runtergefallen. Oh, hast keinen mehr? Wir wollen da jetzt runter, doch. Blechi. Aber du kannst ja gehen. Nee, ich hab ihn noch. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Bin ich so ein Boomer wie du, lass den liegen. So, und wir wollen jetzt. Alter, dein Name ist sogar B hier im Spiel, ja? Nee, so. B. Okay, meine Freunde, das war unsere Folge für heute. Ganz qualitativ tolles Fernsehen heute wieder auf YouTube. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren. Ja. Sehen wir uns bald wieder hier bei Team Krator.
Okay, wir wollen.